Und willkommen zurück zu Pokémon Randomizer Nuzlocke, einer der besten Projekte ever, weil das ja einfach nur verrückte Scheiße ist. Kann man ja, nicht genau. Anders sagen. Und ich den ganzen Fails. Und sag mir nicht, dass ich jetzt hier nirgends hoch kann, Mann, ich brauche ein Pokémon. Du musst von der anderen Seite kommen, es gibt noch einen Weg nach da oben. Du kannst also hier erstmal nicht weiter. Illumise und Mauzi. Okay. Die hatten wahrscheinlich andere Pokémon gehabt. Normal und der Typ kann eventuell Käfer. Käfer, okay. Oder Insekt. Obwohl es eigentlich Käfer ist. Ja. So, mir gehen die AP für Donnerblitz aus. Deshalb hoffe ich, dass Donnershock reicht und es tut es. Obwohl es so normal effektiv ist. Wenn ich noch einen Käfer-Pokémon antreffe, nenne ich das dann Insektikus. Wirklich, ich habe echt Glück, dass mein Raichu so OP ist. Da habe ich echt Glück. Wunschtraum ist krass. So. Konfusion und nochmal Donnerschock. Warum ist denn der Rennen schneller als ich? Ruckzuckhieb ist eine sehr schnelle. Also, wenn jemand Ruckzuckhieb einsetzt, greift er automatisch an. Na so. Okay. Also ist automatisch schneller. Hm. Was? Es heißt ja Ruckzuck. Ja, schon mal wieder. Okay, ja. Das habe ich jetzt aber auch nie bedacht, so. Weißt du, ich will jetzt hier nicht in die... Der Typ will sich jetzt die ganze Zeit wieder heilen, aber ich frage mich... dann setze ich einfach Donnerblitz jetzt ein, das wird mir hier sonst zum Blöden noch. So, Ultragaria ist im letzten Part sehr lame gestorben. Ein Lugia hat ihn beinahe umgebracht und dann beim wilden Pokémon, was irgendein, zwei Level höher war... Konnte ich aus irgendeinem Grund nicht fliehen, durch eine Flucht unmöglich, und hat es mich mit irgendeiner lame Attacke umgebracht. Bestimmt Ruckzuckhieb oder sowas. Ja. BG, ne? Nerv nicht. Okay, ich geh, tschüss, nicht Spaß. Ich hoffe, der Volltreffer war jetzt nicht nötig, um es zu besiegen. Ein Volltreffer. Ja, können wir hier nicht weiter. Nein. Super. Und irgendwie im Pokémon Center ist auch nicht in Sicht. Nein. Gut, dann sind wir soweit mit Route 123 fertig. Aber du darfst ja noch ein Pokémon fangen. Also, vergiss das. Ah, das ist schon Route 118. Ah. Tentacher. Auf Level 26. Boah. Was passiert eigentlich, wenn ich irgendwie ein Shigi auf Level 30 fange? Wegen sowas haben wir dann verkackt. Wegen so einem Scheiß. Ja, und dann geht's. Lame. Ja, manchmal geht's nicht. Oh Mann! Benutz mal Schutz, Junge! Das ist eine gute Idee, weil jetzt werden wir nämlich wieder zurück zur Route 119 gehen, wo ich es verpeilt habe, ein Pokémon zu fangen, und ich dachte, das wäre noch Route 118. Ja. Ist aber auch irgendwie. Ja, ist schon wieder Flucht unmöglich, kann man auch nicht wahrsagen. Säure. Ah. Junge. Benutzt doch Konfusion, Alter! Was zum Teufel? Nee, wenn es jetzt stirbt. Nein. Oh! Wechsel. Ach du Scheiße. Nicht auch noch Coco. Alter, dann ist das zweite Leben weg, incoming. Ja. Scheiße, klar. Weißt du, dann kämpfe ich jetzt, damit er noch seine EP bekommt. Du kannst auch. Ja, gut. Du kannst auch Donnerblitz verwenden. Nee, ich will die AP sparen. Ich habe kaum welche noch. Von Donnerblitz. Ja. Dann geht ins PKN. So, erstmal jetzt heilen. Nicht wie der Fehler bei Ultragaria. Ne, dass die Flucht dann unmöglich ist, weil hier irgendwie die Pokémon auf einmal krasser gelevelt sind. Was ich ja nicht ahnen konnte. Das ist mein zweites Pokémon. Sorry. Und der Superschutz. Der hier irgendwo sein sollte. Aber nicht ist. Lil. Da. Okay, 200 Schritte. 200 Schritte. Trotzdem können noch Pokémon angreifen, ne? Hypertrank, jetzt geht's auch damit los. Yes. Ich glaube, wir sind hier echt ein bisschen zu früh, habe ich das Gefühl, aber naja, wir lassen es jetzt. Nein, mal so. Nach dem fünften Orden ist es halt ein Rasaf. Das ist voll das krasse Kampf-Pokémon, ganz im Ernst. Ich habe das so verpeilt, aber das merkst du irgendwie hier nicht, dass auf einmal diese Route 119 da oben steht. Sorry, aber das hab ich irgendwie nicht gemerkt. Ne? Zwei Pokémon müssen es hier noch durchkämpfen, weil hier habe ich noch ein paar Trainer übersehen.
Yep. Und Smogon. Es geht direkt scheiße los. Hast du vielleicht ein Thema oder sowas? Warte, erstmal sag ich dir, dass du mit Psycho-Smogon killen kannst. Geile Projekte. Warum, wie gestaltet man geile Let's Plays? Ungefähr so, wie ich es gerade tue. Ja. Nee, ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesen ganzen Gastbeiträgen hier, ne? Mit dieser Verrücktheit. Einfach mal was Neues ausprobieren. Ursaring, genau. Was ist das? Ursaring ist ein Normal-Pokémon. Ich wechsle mal. Und die Weiterentwicklung von diesem kleinen Teddybär. Also Teddy Ursa. Ich guck's mir mal an, vielleicht kenne ich's. Name sagt mir auf jeden Fall schon mal nix. Das ist ja klar, Pokémon ist ja für dich noch immer fremd. Noch nie gesehen, noch nie. Das ist die Weiterentwicklung von dem kleinen Teddybär. Ein kleiner Teddybär, keine Ahnung. Ich hab Teddybär klingt so niedlich. Boah, ich habe nur noch 2 Areva Donnerblitz. Das spare ich mir für Leute auf. Zum Beispiel irgendwie diese Weicheier, die nur Attacken können, die sich selber heilen. Soll ich dir was sagen? Schneller geht, ja. Ich spoilere es dir lieber nicht. Es handelt sich um meine Arena-Leiterin. Ja, ich sag dir nicht, was die für Pokémon hat. Ja, du kannst es ja sagen. Es ist ja randomized. Okay, auf jeden Fall ist die 6. Arena, wenn du normal spielen würdest, also ohne Randomizer, würde die 6. Arena eine Flugarena sein. Sprich, Raichu wäre dann davor im Vorteil. Ja, aber brauchst du ja nicht spoilern. Ich meine, da kann ja alles sein, ne? Ja, eben. Also kannst du nicht wissen, was da ist. Ja. Wie oft haben wir den eigentlich schon gesehen? Am Anfang des LPs. Ja, das war ja mein Starter. Was für andere Starter waren denn noch? Oh. Natu weiß ich noch und der dritte war so schlecht, dass ich mir nicht gemerkt habe. Die schlecht merkt man sich nie. Warum? Ich hab doch Schutz an. Egal, muss hier noch. Oh! Ein Absol, Alter, das ist OP, Mann. Ja, den hätte ich gern gefangen. Es ist Unlicht. So, ich wechsle erstmal zu Raichu, damit ich flüchten kann. Wieso darfst du ihn immer fangen? Nee, ich darf ihn ja nicht fangen. Wieso? Weil ich das erste Pokémon. Ich bin ja hier schon ein. Ich darf nur das erste fangen, das ich hier begegne. Und wir sind ja im letzten Part hier schon rumgelaufen und ich hab's ja verpeilt. Aber in meiner Last Lock muss ich das ja nicht machen, oder? Doch. Scheiße. Da heißt es nur das erste Pokémon, was man begegnet. Hab ich den schon besiegt, ja. Das heißt, das erste Pokémon, was ich begegne, muss ich fangen. Nee, kannst du. Du kannst auch flüchten, aber dann darfst du hier nichts mehr fangen. Okay. So, hier gibt's viele Trainer, weil dieses Gras hier ist sehr, sehr breit und deshalb benutze ich dann hier meinen Schutz, glaube ich. Flo. ja, den hatten wir auch. Aber der ist gar nicht mal so schlecht. Der ist gar nicht mal so schlecht. Stahl, ne? Ja, Stahl. Oh, und da hilft. Ja, nee. Kampf würde helfen, aber. Oh, nur noch 78. Boah, wirklich, ich muss aufpassen, dass Raichu mir nicht wegstirbt. Okay, das macht jetzt aber nicht den großen Schaden. Nein. Ja, geiles Feeling in Let's Plays bringen. Wie geht denn das? Du musst einfach keine Ahnung. Man muss sich einfach was Neues ausdenken. Dann ist es irgendwie total geil. Ne, Coco? Dann passt alles. So. Lilip, was ist das für ein Pokémon? Das ist, glaube ich, Feuer. Nee, nicht Feuer. Gestein. Pflanze oder so. Na, den habe ich schon mal gesehen, doch. Der war auch schon mal im Let's Play. Okay. Den haben wir schon mal gesehen, das weiß ich. Ja, dann sollte ich ihn eigentlich mit Donnershock wegfetzen. Ich habe ja noch Äther. Also im Notfall könnte ich noch Äther einsetzen. Und das mache ich jetzt auch. Obwohl, ich habe ja noch Donnerblitz. Ich habe ja noch Äther. Oh, hier regt es ja die ganze Zeit. Was bedeutet eigentlich Regen? Bringt das irgendwas? Naja, das schwächt die Feuerattacken. Ja, okay, wir haben kein Feuer-Pokémon. Was wir aber mal brauchen. Ho-Oh! Vielleicht. Weil der kann auch Flug. Groudon wäre nicht schlecht. Stimmt, Groudon. Kyogre hatten wir schon die Chance, aber ich war zu dumm. Arctos. Arctos wäre geil, wenn wir den treffen würden, oder? Boah. Du sagst mir jetzt ein Pokémon, das wird das nächste Pokémon, was wir fangen werden. Okay, also was für ein Pokémon. Ist egal welches Pokémon, du willst es fangen, oder? Ja. Ja, das ist Gift, oder? Ja,
Ja, oh, scheiße, ich hätte Kokowai einwechseln sollen. Egal. Ich nutze diese Runde, um mich zu heilen. Frag mich, ich hätte eine Idee. Und zwar jedes Mal, wenn ein neues Pokémon des Gegners kommt, also wenn halt neues Pokémon... Nennst du mir jetzt irgendein Pokémon. Und ja, das wird das nächste sein, das wir fangen. Ja, gut. Das oder dass wir treffen werden. Auf einer neuen Route, wo ich es fangen darf. Dass ich wollte eigentlich auf was anderes eingehen jetzt, aber gut. Ja, gut. Sag mir es, so. Okay, Das ist kein Scheiß. Ich sage voraus Arktos. Einfach ganz random. Ich sag ganz random voraus Brutalanda. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seit wann ist hilft ein Gift gegen Psycho? Nein, Psycho hilft gegen Gift. Ja, aber der hat mir jetzt irgendeine Attacke gemacht, die sehr effektiv war. Holy shit. Wahrscheinlich wegen deinem Pflanzentyp. Aussetzer, okay, das kannst du machen und es schlug fehl. Bin ich schneller? Ich hoffe, ich bin schneller. Wir sind beide auf demselben Level, aber ich habe ein bisschen weniger KP. Holy shit. Okay, ich bin schneller, ich bin schneller. Es ist effektiv und es bringt die um. Vielleicht nur durch den Volltreffer, aber wir haben es geschafft. Alter. Und es ist auch das Projekt mit den längsten Parts. Ich weiß aber nicht warum. Pokémon ist einfach geil, Leute. Nee? Ja. Boah, wir kriegen hier so viel. Ich glaube, wir sind hier. Wir kriegen auf einmal so viel Money. Auf einmal sind die Pokémon viel stärker, Alter. Oh Mann. Ich glaube, ich bin hier eventuell falsch. Vielleicht läuft Smaragd auch anders als Saphir oder Rubin. Weiß ich nicht. Es gibt ja keine Ahnung. Omega Rubin, Alpha Saphir. Delta Smaragd, das gibt's nicht. Delta kommt nur bei Omega Rubin und Alpha Saphir vor. Delta Smaragd gibt's leider nicht. Nee. Deshalb. Was mache ich hier eigentlich? Klammergriff. Aber ich glaube, das ist schon okay, was ich hier mache. Ja, das ist okay. Ich setze ja jetzt einfach mal hier meine Donnerwelle ein, dann setze ich einen Etter ein oder einen Top-Etter oder einen Super-Etter. Ich weiß nicht, ob sowas gibt. Aber auf jeden Fall haben wir irgendwie sowas, was die AP heilt. Ja, der letzte Donnerblitz. Er trifft schon mal. Dann setze ich jetzt auch gleich den Etter ein. So. Okay. Alter, die geben mir alle so viel Geld. Das ist so nice. Weiß nicht, ob das überhaupt richtig ist, Hypertrank, weil wir finden jetzt auch hier voll die krassen Items, die wir vorher alle nicht hatten. Hier ist noch ein Trainer. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt alles richtig mache, aber hier gibt es sehr, sehr viele Trainer auf jeden Fall, ne? Ja, das ist ja auch einer der längsten Routen. Oh, scheiße. Psycho, ne? Ich meine Kadabra ist Psycho. Ja. Okay. Okay. Und Ultragaria muss ich noch auf die Box legen. Ja. Er war gar nicht mal so schlecht, er konnte Schlafpuder. Mann, fuck! Schlafpuder ist so wichtig bei einer Randomizer. Ja. Obwohl, Kokowai kann, glaube ich, Hypnose, deshalb geht das noch. Hypnose habe ich auch früher immer benutzt bei Traumato zum Pokémon-Fangen. Ja, bei dem hätte ich jetzt auch Donnerblitz eingesetzt. Ist es eigentlich schlimm, wenn man einmal einen Fehler gemacht, also was Nuzlocke-Regeln angeht? Was hast du denn gemacht? Naja, ich glaube, ich habe mal in der Folge aus Versehen, beziehungsweise ich dachte, man dürfte das, weil ich dich leider falsch verstanden habe, bin ich geflüchtet und habe dann auf derselben Route, wo ich halt vor dem Pokémon geflüchtet bin, habe ich ein Pokémon gefangen. Tschüss. Lavados. Ah, ich bring dieses Spiel um! Fuck, jetzt Mann! Jetzt werden Wasser-Pokémon angebracht. Aber der ist doch vom Typ Flug, oder? Was? Feuerflug? Ja! Das ist effektiv! Ich brauche einen Etter, verdammt! Ich habe keinen Etter! Okay. Junge, wie der aussieht, Mann! Der ist halt nice. Ist halt ein Level 28. Arktos finde ich aber geiler. Oh, Donnerschock. Oh, bitte bring ihn damit um. Ah, oh, nein, ist blockiert! Fuck! Ich brauche jetzt echt einen Etzer bei einem Lavados. Ja. Ich habe keinen Etzer mehr. Wieso nicht? Keine Ahnung, du. Ich muss, weiß ich, ich setze jetzt X-Abwehr ein, damit hier nichts passiert. Oh
Okay. Makler! Was bist du denn für ein Dreckskerl? Ich muss warten, bis Donnerschock nicht mehr blockiert ist. Dankeschön. So, Feuerheiler. Protonen. Protein, Protonen. Protonen! Protonen! Junge, mit deinen. Du hast doch auch echt mit deinen. Ja, ich bin der geilste Vorleser ever. Also seine Verleser, das bedeutet nur eines, er hat seine Tage. Spaß. Ja, die Verleser sind auch irgendwie geil. Protonen. Lol. Würde ich so einen geilen Titel machen, aber das mag ich nicht. Protonentyp. Aber auf jeden Fall kommt Lavados aufs Thumbnail. Lol. Mach doch gleich noch mit roten Kreisen und roten Pfeilen Spaß. Nee, das war schon in Blau, das tut mir leid. Ja, das habe ich gesehen. Fucking Clickbait. Aber es war auch berechtigt, weil ich da über das Thema geredet habe. Man sieht halt auch, dass es sowas von beabsichtigt war. Es war ja nicht ernst gemeint, man, es war total übertrieben mit 5 Pfeilen, 5 Kreisen. Und ich komme erst jetzt darauf klar, dass ich das scheiß Lavados umgebracht habe. So, da die letzten Parts alle so ein bisschen zu lang waren. Nee, ich höre doch nicht auf hier. Ich mache hier wieder Überlänge. 20.000 Minuten. Ja, 20.000 Minuten ist ja auch ein bisschen unrealistisch. Wir würden noch morgen daran sitzen. Nee, guck mal, hier sind noch Trainer. Hier sind noch Trainer. Wir klappern, glaube ich, einfach jetzt das hier alles ab. Okay. Vielleicht gehe ich hier zur Route 809 ganz offscreen und wir starten dann hier aber mit Pokémon. Oder, ihr seht natürlich, wie die Pokémon dann fange. Aber erstmal nicht, ne? Pandir. Ah, Pandir. Typ normal? Ja. Okay. Gut. So. Pandir. Das ist doch dieser Teddybär, den du meinst, so? Ja. Ich muss jetzt. Ach so, das ist dieser Teddybär? Ja. Ach so, und die Weiterentwicklung war dann dieser Bär mit dem Kreis drauf? Ja, genau. Okay. Okay. Habe ich irgendwas, was die löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus? Kann Kokowai sich entwickeln? Nee, leider nimmer. Oder gibt es eine Vorentwicklung von Kokowai? Ja. Welche? Owei. Owei. Das kenne ich doch sogar. Ja, das sind diese Eier. Ach so. Das wäre bestimmt ein Pokémon. Was sind das hier für Steine? Also? AP plus. Hebt die maximale Anzahl der AP einer Attacke. Warum kann ich das nicht einsetzen? Ach so, das. Ach so, so ist das gemeint. Ich dachte, das heilt die AP. Füllt AP einer ausgewählten Attacke vollständig auf. Top Etter. Haben wir also doch. Okay. Donnerblitz. So. Alter. Vielleicht habe ich auch Lavados besiegen können wegen dem Regen. Das kann natürlich auch sein, aber war auch gar nicht mal so schwer, das Lavados down zu kriegen. Ja, ich bin 20 Level drüber. Das sollte eigentlich ihn total umbringen. Dankeschön. So, als nächstes wird's Barjwa. Das klingt nach Wasser. Ja. Wasser? Ja. Okay, letztes Pokémon. Ach so, dieser Karpador-Fake, dieser ausgetrocknete Knochen-Karpador. Okay. Der wird später zu einem Milotic, nur so. Ach, das ist dies! Ich hasse dich! Ich bring dich um. Erster Grund, er sieht aus wie Karpador. Zweiter Grund. Aber warum? Guck mal, der und Milotic, die ähneln sich doch gar nicht. Nee, eben nicht. Warum das denn? Aus seiner Hässlichkeit wird es zu einer Schönheit. Warum? Warum wird er denn zu einem Milotic? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich habe nicht so gedacht, warum. Ich hätte den einmal fangen können. Ich glaube, ich habe den sogar laufen lassen. War das so? Aber, nee. Keine Ahnung. Aber ich habe den schon mal gesehen. Ich hätte den aber fangen können. Weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn ich ihn gesehen hätte, ich hätte ihn laufen gelassen. Obwohl, man kann immer ein Pokémon brauchen. Ja. Ist hier vielleicht eine neue Route? Ja, okay. Wir haben es da aber jetzt alles abgeklappert. So ziemlich. Da mische ich jetzt noch durch. Ja, ich habe schon verstanden, Willi. Aber hier ist ja auch kein überkrasses Pokémon, deshalb müssen wir es auch nicht zu traurig sein, dass wir hier nichts gefangen haben. Wenn Arctos oder so gekommen, hätte ich mir natürlich auch gedacht, what the fuck?
So. Ach, hier ist ja gar nichts mal so krass Geiles. Was kann ich denn hier machen? Wie komme ich denn hier rüber? Mit dem Rad? Ja. Hab ich. Ich glaube, du brauchst das Kunstrad. Nee. Versuch's mal. Ja, brauchst Kunstrad. Aber warum kann ich denn nicht durch so Gras mit sich waschen? Bei Pokémon Omega Rubin ging es. So. Ja, aber nicht bei Delta Saphir. Delta Saphir. Aber es gab doch irgendwo noch eine Stelle hier, Leute. Locker, es gab hier noch irgendwo eine Stelle, wo ich so hoch kann. Bin ich mir sicher. Oder habe ich die schon verpasst? Oder ist die da oben? Weil dann würde ich da jetzt hochfahren. Was? Oder ich würde es suchen. Da war noch eine Stelle, wo ich mit einem normalen Rad auch hochfahren kann. An so einem Berg. Vielleicht kommt sie noch. Okay, jetzt bin ich entkommen. Aber vielleicht auch nur, weil ich 2 Level drüber war. Okay, den habe ich auch schon besiegt. Sie hast du besiegt. Ja, oder sie. Ich sehe ja nur die Haare. Ja, aber es ist weiblich. Oder sie ist weiblich. Ja, genau das meinte ich. Meinte ich das hier? Ja, ist es nicht. Ich glaube, damit kommst du mit dem Heilrad. Ja, hoch. Das geht auch, das weiß ich. Aber ist das hier denn, wo ich hier nicht auch will? Soweit ich weiß, musst du hin, hier hin, ja. Ja, okay, den habe ich schon mal nicht besiegt, aber ich mag Kinder. Als ob! Boah, wenn ihr irgendwelche Scheiß-Pokémon habt, ich schwöre. Das ist ein Ninja, gegen den du kämpfst. Hitzkopf. Hitzkopf und Ninja, Junge. Lepumentas und Xatu. Ich sag dir jetzt schon, Xatu ist Psycho. Aber auch Flug. Ja. Und deshalb können wir ihn besiegen, ganz leicht. Und was ist dieses Stück Scheiße daneben? Du. Ich sag's nicht. Deine Reaktion darauf. Ja, schau dir das mal an. Ja, es ist trotzdem krass, Alter. Es ist cool. Ja, was ist denn für ein Pokémon? Also welcher Typ? Ach, der ist, soweit ich weiß, Psycho. Nur Psycho, soweit ich weiß. Nur Psycho. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar Psychogeist. Ich bin mir aber im Moment noch nicht. Psychogeist, ich versuche ihn einfach mal so umzubringen. Er hat keine Wirkung. Okay. Okay, vielleicht ist er doch Geist. Warte, Junge. Na, was machst du denn? Finale. Holy shit! Nein! Holy shit, was heißt denn Finale? Was hast du denn? Oh lol! Lol! Scheiße, was machen wir jetzt? Er hat sein Kumpel auch daneben in die Luft gejagt. Nein! Du. Jetzt hast du nur noch Retter. Oh, das wird alles zensiert. Was kommt denn? Moment mal, ist es ein Bug? Ach so! Ja, Leute, ich guck mal. Was soll ich denn machen? Es ist ein Doppelkampf und ich muss den ja einwechseln. Weil sonst kann der Doppelkampf ja nicht weitergehen. Aber wenn der stirbt, ist es... Zwei Pokémon, ja gut. Sagt Xenia und... Wie Brava. Ach du Scheiße. Beide sind vom Typ. Wie Brava ist, soweit ich von Bodenflug. Später wird er zu Dracheflug. Flug. Oder Dracheboden. Okay, dann. Oh, ich hoffe, Flug geht vor. Sazenia ist von Pflanze. So kann der Ding. Silberblick macht hier am wenigsten. Deshalb. Ja. Ich darf ja mit ihm nicht kämpfen. Ich werde bei ihm jetzt nur Silberblick einsetzen. Der ist auf Level 6. Ich hoffe, der wird sogar vorher gekillt. Ja, wird er auch. Ah, der ist tot! Das ist aber egal, ich darf ihn ja benutzen für Surfer und sowas. Ja. Moment mal, es ist ein Doppelkampf, was soll ich denn jetzt machen? Brava setzt seinen Kraft ein. So effektiv und so wenig abgezogen. Oh Mann. Du wirst durch Sandgrab gefangen. Ist es was Schlimmes? Alter, warum setzt dieses Stück Scheiße den Finale ein? Junge, ich habe nur noch ein Pokémon, was soll ich machen? Ich bin hier kurz davor, mein zweites Leben zu verlieren. He's got wrecked. Kann ich die mit... Wenn du nicht triffst. Wieso geht den Flug nicht vor? Rasierblatt. Er rasiert dich nicht.
Sand. Oh, wird. Ich hasse diese Attacke. Jetzt sinkt deine Genauigkeit, das ist auch noch nicht cool. Ich wollte keine Überlänge machen und dann wieder so ein Scheiß. Irgendwie schaffen wir es immer, Überlänge zu machen. Ach, stirb einfach, Junge, ich bin 20 Level durch. Oh, down. Noch ein Poke. Schlaf, Bruder. Habe ich Aufwecker? Ich glaube, ich habe alle aufgebraucht. Ich glaube, ich raste auswendig. Ich hoffe, du hast Aufwecker. Dann werde ich die ganze Zeit nur durch heilen, wirklich. Anzeige ist raus. Du warst, glaube ich, vor... Warte. Unten sind, glaube ich, die ganzen Dinger. Gib mir doch, Mann! Dankeschön. Der Letzte! Der Letzte! Alter, der alle tot. Massenmord. Boah. Scheiße, gelber Bereich. Ich trau mich nicht, ich will aber mich nicht heilen. Ich will die Tränke ein bisschen sparen hier. So, Ruckzuckieb sollte ihn eigentlich umbringen. Ich meine, der hat sogar noch ein bisschen Schaden. Was? Okay, aber der wird mich niemals töten. Nein. Auch nicht mit dem Volltreffer. Auch jetzt nicht mit dem Volltreffer. Holy shit. Coco war ja down. Alter, ich muss bestimmt die Pokémon in Photoshop alle verkleinern, weil einfach alle down sind. Oh Mann, weil die Rest in Peace Box hier noch voll wird. Ja. Joa. Drei weitere Pokémon. Mit einem overlevelten Pokémon geht's zum nächsten Part weiter. East get wrecked! Ist es hier Gras? Achso, ja, hohes. Lol. Hohes Drogengras. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao! Tschüss! Fuck.